geht also von 0 bis 80, können wir hier alles. Sagen Sie noch mal ganz kurz Ihren Namen bitte. Stellen Sie sich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Christian Stüker. Ich vertrete hier die German E-Cars. Und wir fahren hier in dem Latzener Fahrsicherheitszentrum in dem Bereich E-Mobilität. So, dieses Fahrzeug ist ein seriennahes Fahrzeug der Firma German E-Cars. Wir benutzen auch das normale konventionelle Getriebe. Dazu komme ich jetzt. Wir können dieses Fahrzeug nur mit Gas und Bremse fahren von 0 bis 80 Stundenkilometer. Ja, den dritten, vierten, fünften würden wir einfach nur nehmen, um energiebewusster zu fahren. Das kann man machen wie bei einem Benziner. Hier können wir auch immer richtig Vollgas geben. Ja, er muss 1,3 Tonnen bewegen. Ja, ja. Und uns dazu. Ich habe auch viel gegessen heute. Gut. Und dann benutzen wir den ersten Gang nur für Steigung im Parkhaus oder eben im Gebirge. Und sonst können wir es so eigentlich locker nehmen. Von 0 bis 80 kann ich den also komplett fahren in der Stadt. Das ist abgeriegelt. Eine tolle Sache, ne? Und ist eben seriennah, nicht so jetzt Eigenkonstruktion, wie die Japaner das mit diesen Dreiergestirn gemacht haben, Peugeot, Citroën und Mitsubishi. Und haben dort jetzt ein eigenständiges Auto. Denn dies hier ist jetzt auf Suzuki Splash oder eben dem Opel Agila. Aber man merkt das Gewicht. Haben die anderen auch. Und es ist halt noch, die Batterien sind halt noch sehr schwer. Das ist der Punkt. Und je mehr Batterien wir drin haben, je schwieriger wird es. Denn das ist jetzt, was jetzt hier getestet worden ist, ist also nicht Standard, ich sag jetzt mal, unter Nutzerbedingungen draußen. Das ist hinterherfahren. Ich sag jetzt auch in dieses Video hinein, es ist schrecklich, ein E-Mobil fährt hinter einem Stinker. Das darf nicht sein. Furchtbar. Da sind wir eben alle der Meinung gewesen, alle vier, die im Auto gesessen haben, das darf doch wohl nicht sein. Und so ein Slalomkurs, wir haben es eben gesehen mit vier Leuten, der war fast so schnell wie der Tesla im Anzug. So, die Fahrzeuge, wie gesagt, lassen wir hier auf der rechten Seite stehen. Sie wollen ja noch mal fahren, oh, sehr gerne, dann machen wir das auch. Das machen wir dann, gerne. Darf ich mal mitfahren? Ja, sicher. Hinten ist auch toll beim Slalom, da werden Sie sich freuen. Schön, ich habe da kein Problem, ich bin Rennerfahrer. Gut, dann stoppe ich mal das Video und bedanke mich. Hier brauchen wir jetzt nur die Handbremse anziehen. Ja, genau. Ja, Handbremse. So lassen? Lassen wir alles so, dann kann die junge Frau dann gleich Gas geben. Wir lassen auch die normale Kühlung mit drin. Wir haben da eine Kühlung drin, aber die lassen wir trotzdem mit drin als Zusatz. Weil, warum sollen wir die rausbauen? Für was müssen wir da teuer wieder entsorgen? Ja. Hier auch die Kühlung für die Elektronik. Und da ist jetzt das normale Schaltgetriebe. Und da sehen Sie den E-Motor. Und wir müssen halt komplette Verbrennertechnik ausbauen und müssen die E-Mobilität einbauen. Das heißt, Verbrennertechnik teuer, entsorgen, einlagern. Wir haben das ein schönes großes Motorenlager, über 150 Stück. Kann man schön aushalten. Man weiß nicht, was man damit machen will, aber wir werden wahrscheinlich noch eine Idee irgendwann mal haben. Naja, eBay oder so, ne? Wäre eine Idee, ja. Kann ich aber nicht in der Firma sagen. Und das sind einfach die Sachen und ja, und so sieht das aus. Interessant. Eben, das ist der Suzuki Splash. Da sieht man gerade Haube. Der Agila hätte hier oben einen Halbkreis drin, weil da das Opel-Zeichen weiter hochgezogen wurde. Ach so. So kann man die erkennen. Aber eben Serientechnik. Überall zu bekommen, überall Ersatzteil zu bekommen, wenn Suzuki fahren müssen. General Motors Trainer. Ja. Und was wir noch machen, was jetzt die Firma Webasto im Programm hat. Dieses Dach mit einer Photovoltaik, wo wir klasse. Dann im Sommer die Klimaanlage mit speichern können und Radio. Im Winter die Standheizung. Dann können wir keine Dieselstandheizung irgendwo einbauen. Webasto, da wollte ich gerade sagen, drängt sich mir Standheizung auf. Ne? Ja, und Klimaanlage. Ja, ja. Die hängen ja da so zusammen und das ist eben das Programm, was auch Ende September zur IAA dann auch auf dem Stand zu sehen ist. Nicht bei uns, sondern bei Webasto. Wir müssen die ja überall verteilen. Denn bei der Emilia oder bei auch auf dem F-Cell World Drive sind wir dann auch teilweise ohne Klimaanlage gefahren. Ja, es geht ja nicht, aber ich muss ja sparen. Ich gucke noch mal ganz kurz mit Ihnen in den Kofferraum jetzt auf Video. Ja, gerne. Ja? Kommen Sie mit mir in den Keller. Ich. Was hätten Sie gerne? Ja. Normalkabel. Genau. Zum Normalladen. Schuko-Steckdose.
Richtig. Wo das Bügeleisen auch dran passt, ne? Ja, genau. Oder eben das Schnellladekabel im Schnellladevorgang. Hier haben wir sogar eine Assistentin. Tada. Sehr süß. Unbezahlbar. Und hier das erste Batteriepaket. Genau, das geht bis ganz unten runter, habe ich vorhin gehört. Ne? Ja, genau. Ja. Okay. Und da sind noch die kleinen für Runflat-Reifen oder was haben wir da so? Das ist, Fire? Weil wir kein Reserverad dabei haben. Genau. Einmal das Pannenset und dann eben Warnweste, Verbandkasten, Warndreieck zur serienmäßigen Ausstattung. Ja, wunderbar. Nicht aufpreisbedingt. Ja, ich bin den eben gefahren, den Stromos, und hat mir Spaß gemacht. Und ich habe dann noch eine kleine Überraschung für euch, aber das werde ich euch dann auf dem Blog erzählen. Also erstmal herzlichen Dank für die Vorführung. Gar und wir das lesen Job. Das dann alles auf 0511web.de. Machen wir immer wieder gerne.